Heute werde ich euch ein Upgrade zeigen, welches ich in meiner Hand halte für meine Harley Davidson Lowrider S. Und was genau das ist, das erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Alle neuen Zuschauer können gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und dann würde ich auch sagen, steigen wir auch direkt in das Thema ein. Heute geht es um ein kleines, aber feines Upgrade für meine Harley Davidson Lowrider S. Und zwar habe ich in der Vergangenheit beim Fahren, oft beim Abbiegen festgestellt, dass ich nicht richtig an die Blinkerschalter drankomme. Bedeutet, unter des breiten Lenkers hat man auch relativ oft die Hände ziemlich weit außen an dem Lenker. Und wenn man dann halt die Taste betätigen möchte, kommt man halt quasi nicht direkt dran, ohne die Hände wieder zu verschieben. Also ich musste relativ oft die Hände verschieben, damit ich dann quasi an den Schalter dran komme. Und das war für mich ein Problem. Vielleicht habt ihr auch so ein Problem und hattet bisher gedacht, okay, ihr müsst damit leben, aber es muss nicht jeder damit leben. Es gibt eine Lösung dafür. Und zwar gibt es Blinkerverlängerungen. Und zwar, wenn ihr euch das hier anguckt, das eine ist der Originalblinkerschalter. Und der lange ist der Schalter mit der Blinkerverlängerung. Und diese paar Millimeter oder Zentimeter machen es dann am Ende aus, dass man quasi aus jeder Position seiner Hände an den Schalter auch drankommt. Und ja, wie gesagt, also im Prinzip ist diese Installation relativ simpel und einfach. Wenn man sich das Thema genau anguckt, dann sieht man quasi, dass zwei Löcher an diesem Schalter sind, wo ein Pin quasi durchguckt, und zwar von der Schaltereinheit. Da ist oben und unten ein Pin, und dann muss man quasi diesen Pin hier raushebeln aus dem Griff. Und ich bin ganz naiv erstmal dran gegangen, weil ich dachte mir, okay, das kann ja nicht so schwer sein. Ich gehe einfach erstmal mit dem Schraubenzieher dran und versuche, den Schalter anzuheben, so dass er dann aus diesem Pin rauskommt. Das hat auch geklappt. Am oberen Teil des Schalters habe ich den Pin rausgekriegt. Das war also relativ simpel. Aber unten bin ich halt nicht rausgekommen mit dem Pin. Und ja, letztendlich habe ich es dann halt, es war wahrscheinlich nicht so clever. Man sollte nie mit Gewalt rangehen. Und dann habe ich halt ein bisschen gezogen und gepresst und gedrückt. Und dann ist mir doch tatsächlich ein ganzes Stück von der Schaltereinheit abgebrochen. Und zwar das Stück hier. Ja, was soll ich sagen? Ohne den Pin an der unteren Stelle ist diese Schaltereinheit relativ wackelig. Also die hält auf gar keinen Fall. Eine Alternative ist quasi, die komplette Schaltereinheit zu tauschen, was relativ teuer ist. Ich habe das auch noch letztens wechseln lassen und habe dann auch noch die Tempomat-Schaltereinheit. Das ist dann nochmal ein riesiger Aufwand. Normalerweise sollte halt dieser Aufwand relativ gering sein. Einfach zwei Pinne rausnehmen, dann die Schaltereinheit austauschen gegen die neue Schaltereinheit reindrücken, und das war's. Ja, leider durch mein Missgeschick und meine Ungeduld und durch die Gewalt, die ich da auch noch mit reingebracht habe, habe ich halt ein Stück rausgebrochen. Ja, jetzt ist es so, wie es ist. Aber ich wusste mir jetzt erstmal auch wieder zu helfen. Ich habe mit meinem 3D-Drucker habe ich mir ein Teil zusammengebastelt, welches ich da reinkleben konnte mit Sekundenkleber. Das Ganze hat mir auf jeden Fall relativ viel Zeit gekostet. Ich habe 35 Versuche gebraucht, bis ich dann das Passende gefunden habe, womit es tatsächlich dann funktioniert hat. Also ich musste permanent hier die Zeichnung anpassen, drucken, ausprobieren, hat nicht gepasst, wieder drucken, ausprobieren, und beim 35. Versuch hat es dann am Ende gepasst. Ich habe das Ganze dann halt mit Sekundenkleber reingeklebt, trocknen lassen, und dann hat der Schalter auch wieder wie neu dran gesessen, ohne dass er wackelt, und alles ist jetzt so, wie es sein soll. Gut. Es ist nicht mehr hundertprozentig im Originalzustand, aber ja, ich merke jetzt keinen Unterschied zu vorher. Und wenn jetzt das nochmal irgendwas getauscht werden muss an der Stelle, dann habe ich zumindest schon mal meine Zeichnung, womit ich dann halt relativ schnell mir dann zu helfen weiß, um das Ganze wieder zu fixen. Also clever von mir war es halt nicht, mit einem Schraubenzieher dran zu gehen und das Ganze so unüberlegt anzugehen, das ganze Thema.
ich habe dann später halt nochmal versucht, beziehungsweise ich habe mir nochmal Werkzeug gekauft, so Hakenwerkzeug mit feinen, gebogenen Spitzen, wo ich mir dachte, okay, ich komme dann relativ gut da dran, auch von unten an diese Position, also dass ich es von unten dann schön raushebeln kann. Dachte ich mir, okay, mache ich das dann für den rechten Blinker. Und ich bin auch tatsächlich sehr gut da dran gekommen, aber hat auch da geknackt. Und ich denke mir nur so, nein, nicht schon wieder. Und beim zweiten Mal ist mir tatsächlich noch ein viel größeres Stück rausgebrochen. Also beim rechten Schalter ist mir noch ein größeres Stück rausgebrochen. Und jetzt muss ich das auch noch fixen. Ja. Shit happens. Trotz Werkzeug habe ich es nicht hingekriegt. Vielleicht hat irgendjemand da draußen eine super Lösung, wie man den Schalter ohne Beschädigung rausbekommt. Wie gesagt, mit dem Schraubenzieher und Gewalt ist keine Lösung. Mit dem Hakenwerkzeug habe ich es probiert. Ja, hat jetzt auch keinen Erfolg gebracht und hat mir wieder den Schalter beschädigt. Wie auch immer. Also ich habe jetzt für mich eine Zeichnung erstellt mit einem 3D-Drucker und ich habe es halt jetzt geschafft, das Ganze für mich wieder zu fixen. Das ist jetzt, sag ich mal, wenn ich die Schalter bediene, alles wie im Originalzustand ist. Also ich merke jetzt keinen Unterschied, außer dass ich jetzt die Verlängerungen drin habe. Das ist auf jeden Fall schon mal das ist auf jeden Fall etwas Positives. Aber trotzdem bleibt ja der Beigeschmack, dass ein relativ simpler Umbau dennoch relativ kompliziert und doch katastrophal geendet ist mit einer Beschädigung der Schaltereinheit. Und ja, wie gesagt, vielleicht hat irgendjemand da draußen einen Tipp, wie man es machen kann für andere Leute, damit da keine Beschädigung entsteht. Weil grundsätzlich von dem Umbau selbst bin ich nach wie vor immer noch begeistert. Komme jetzt wirklich gut an den Schalter dran. Und es macht auf jeden Fall die ganze Sache auf jeden Fall jetzt wesentlich komfortabler, dass ich dann von jeder Position halt an diesen Schalter drankomme. Der negative Beigeschmack ist, dass mich dieser 5-Minuten-Umbau wirklich Stunden jetzt gekostet hat, um die Beschädigung wieder zu fixen. Wenn es jetzt, sag ich mal, eine Lösung gibt für Leute, die das auch machen möchten, ohne die Schaltereinheit zu beschädigen, ja, der kann es gerne in die Kommentare reinhauen. Das wäre super. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein tolles Upgrade. Die Schaltereinheit ist relativ günstig. Ich kann gerne den Artikel unten auch in die Beschreibung mit reinpacken, wer sich dafür interessiert und das auch gerne ausprobieren möchte und auch in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, an die Schalter dran zu kommen, der kann sich das gerne auch bestellen. Aber trotzdem, ich sage immer noch, mit der Gefahr, du kannst es beschädigen, wenn du das Risiko eingehst, oder vielleicht gibt es jemanden, der den richtigen Weg kennt, wie man den Schalter entfernt. Dann gibt es vielleicht gar kein Risiko dabei, dann ist das auf jeden Fall ein super Upgrade und auf jeden Fall lohnenswert. Und ich kann es dann auch wirklich jedem empfehlen, das zu machen. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne dem Video Daumen nach oben geben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann seid ihr beim nächsten auch dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten. Macht's alle gut, ciao.